geht's! Yeah, mit lustiger 8-Bit-Musik! Es passt sogar voll gut gerade so, dieser Style! Und damit herzlich willkommen zurück, meine Freunde! Zu Magic! Ach Quatsch, zu Minecraft mit Neverguest! Lalalala, der erste Satz ist schon ein Fehler, ey! Alter Schwede! Was statt? Oh, das ist schmutzig! Ja, da herzlich willkommen zurück! Passt gerade voll gut zu, ohne diesen, also diesen Bildschirm hier. Finde ich geil. Geil, geil, geil. Hier kommt man sich mal hoch, das heißt, wir müssen jetzt nicht hier hoch. Könnte man hinterher mal gucken, dass wir hier so einen Lauf reinkriegt, dass man hier so durch kann. Ob wir das schaffen hier so? Ich weiß nicht. Yay! Klitsch, und da sind wir da. Ja, da sind wir hier wieder zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Und Kraft meines Amtes geht es natürlich sofort weiter hier. Beim letzten Mal haben wir noch nicht alle Teppiche verlegt. Und es ist natürlich jetzt... heute kommt 460 raus, die Aufnahme. Das heißt, heute wird hoffentlich ein oder andere Geschichte in die Kommentare finden. Heute wird hoffentlich... einige lustige Torwärter gefunden. Und auch hier an der Stelle nochmal, wenn ihr hier im Turm eine Stelle haben wollt, eine dieser drei Betten hier ist frei, dieser vier Betten, drei Betten ist frei, ein Kommandant und zwei Wachen, und diese werden dann im Let's Play veröffentlicht. Zum Thema der Geschichte noch einmal, wer die Folge nicht gesehen haben sollte, wiederhole ich das natürlich gerne. Der Drache wird, die Festung wird nachts von einem Drachen angegriffen, von einem Enderdrachen. Ihr müsst die Festung auf jeden Fall verteidigen und dazu müsst ihr eine Geschichte schreiben. Ich da mal hier dran, das ist hier der Hauptmann und dann kommt dann hier halt der Name rein. Flup, flup, flup. Dann haben wir hier... Soldat und noch einen Soldat. Oh, wenn ich jetzt die Hauptmannkiste vertauscht habe, egal, passt schon, passt schon. So, auf jeden Fall, wir brauchen noch Wolle, wir brauchen noch Dings. Wir hatten in der letzten Folge mal im Fly-Mode geschaut, wie denn die Festung aussieht, und sie war ganz cool geworden an sich eigentlich. Müssen sie halt jetzt noch von innen verschönern, von außen noch ein wenig herrichten. Denn momentan ist sie ja noch recht steinisch gehalten. Da müssen wir jetzt mal schauen, was wir machen, wie wir das herrichten. Und dann geht es auch schon demnächst weiter mit einer neuen Bauattraktion. Da müssen wir mal schauen, was wir danach bauen. Erstmal kriegt der Zombie auf die Fresse. Und ja. Wow, 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 mach mal ruhig. Ich hoffe, ich schaffe es nicht mittendrin einzusetzen. Könnte daran liegen, dass ich eventuell vielleicht unter Umständen ein wenig zu wenig Schlaf hatte in den letzten Tagen. Und maximal immer aus dem 1 ins Ohr, Alter. Nicht, ja. Und maximal immer aus dem 1 oder so ins Bett gekommen bin, wenn das noch 3 statt dann steige ich sogar aus dem 5 nachts. Deswegen könnte es unter Umständen mal sein, dass ich etwas unkonzentriert und fantastisch simpel. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber wenn es das jetzt nicht gibt, dann gibt es das ab jetzt. Ah, das ist wie ein Creeper. Das ist so eine Creeper-Ecke, hä? Da kann man so ein bisschen Schwachstoff drauf sammeln. Hier könnte man so eine Art Arena hinbasteln. So, okay. Ich weiß ja gar nicht, was ich hier hinbaue. Vielleicht bauen wir hier einen Marktplatz hin. Ey, das wäre doch mal voll die geile Idee. Hier ist gerade voll der Platz für sowas, dass du hier einen Marktplatz hinbauen könntest. Hallöchen, hallo Süßer, wie geht's dir? Ja, aber 4 Folgen, das heißt, ich habe jetzt endlich, komme ich zur Aufnahme, das ist ja nicht mal, also wenn ich bin, ist es nicht mal so, dass ich so lange geschlafen habe wegen Let's Play. Es ist so lange, weil ich so lange geschlafen habe, weil ich so viel zu tun hatte. Ich hatte jetzt heute, bis vor 2 Stunden, hatte ich eine Kochschulmeisterschaft. Da ging es darum, das mal nicht fertig. Na Jungs, was ist hier so? Hä?
Aber was? Vielleicht. Das ist ein bisschen. Naja. Nein, das ist nicht mehr so ganz besonders. Echt gut hier. Leute, Fleisch ist keine Lösung. Irgendwann kommt der Punkt, da müssen wir alle zum Vegetarier werden. Los hier, nimm. Das passt schon. Ich habe auch noch ein Laub hier für euch. Ich habe natürlich auch das hier für euch. Das scheint zu schmecken. Siehst du? Den Sattel umgehen. Ja, also. Passt. So, na Leute, jetzt geht's aber los hier. Wir müssen noch die Festung hinrichten. Wir brauchen also ordentlich Dekomaterial an Stein. Was haben wir denn da? Wir haben riesiger Steinziegel. Da haben wir natürlich nicht ganz so viel, ne? Wir haben Eis. Eis, ja, das ist... Wo sind wir denn hier? Eis. Huch. Huch. Jetzt aber. Was haben wir denn hier? Steinstufe, eine einzigste. Oho. Werden wir bald kommen? Gelbwolle habe ich noch. Wir könnten mal Wolle scheren. Siehst du, wenn wir einmal hier sind, können wir erstmal schlafen gehen, bevor ich irgendeinen Scheiß baue wieder. Ja, dann haben wir es. Also ich hatte halt, wie gesagt, jetzt bis vor zwei Stunden Kochmeisterschaft in der Schule. Also das ist jetzt noch nichts Großes gewesen, aber man sieht es erstmal wichtig an. Da hat man halt aus der Klasse, unserer Kochlehrlingsklasse, jetzt kurz vor Abschluss, sind wir jetzt im dritten Lehrjahr, hat man halt eine Projektwoche gehabt über ausländische Küchen und jeder musste dann halt seinen vorstellen und mit 1,5 war ich dann mit einer Klassenkameradin auf dem dritten Platz, also Notendurchschnitt 1,5 und da sind wir halt dann zu diesem Zimmer halt heute zum Kochen gegangen, jeder hat so ein Dreigangmenü gemacht und das mussten wir dann heute letztendlich kochen. Ich wollte Möhren mitnehmen, ich wollte Weizen. Wo sind denn meine Weizen? Jetzt nochmal sage ich euch, glaube ich, einen zu viel. Ich habe keine Weizen. Zwei. Oh. Wie nobel. Warte mal, Weizen kriegen die Schafe und die Kühe, gell? Ja, das heißt, ich brauche noch ein bisschen Weizen. Ja, wie gesagt, da haben wir einen Kochklasse gehabt, ich hatte Ingrid dran. Und da kamen dann aus Frankreich ein paar Leute, die das gegessen haben. Zusätzlich noch natürlich unsere Lehrer, unsere Schulleitung, bla bla. Und da hat dann halt jeder seinen Dreigang gekocht. Und wir waren halt vier Leute. Und dann hat jeder von den vier sich noch jeweils einen Pommi aussuchen dürfen aus der Klasse. Das ist sozusagen, es ist die französische Fachbezeichnung für einen Beihilfskoch, der dann daneben mithilft. Das ist natürlich, da wir alle aus der Klasse sind, war das ja weniger Beihilfskoch, sondern eher so gut Freundschaft, klassenkameradliches Miteinander kochen dann, kann man sagen. Es ging dann halt hauptsächlich natürlich um das Menü der vier Leute. Und ja, da haben wir es halt gekocht, bla bla. Ich hatte, kann ich mal sagen, ich hatte einen Linsendal als Vorspeise, dann hatte ich als Nachspeise ein indisches Lammcurry und als Dessert hatten wir eine geröstete Mandelbanane mit Schokoladen-Chili-Soße. Ja, an sich alles ganz okay, ganz cool, gab an keinem der Menüs was zu meckern und der beste der vier Leute, die da ausgewählt wurden, kommt dann halt zur Bundeslandmeisterschaft. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Doch, müsste eigentlich das nächste sein. Zur Bundeslandmeisterschaft und macht dann da, tritt dann da an. Und ja. Es war eigentlich ein ganz cooler Tag, hat auch viel Spaß gemacht. Wenn dann am Ende nicht einer wirklich so hinreißend intelligent gewesen wäre. Ich hatte einen Stoffbeutel mit und der lag an meinem Posten. Und als wir dann die Küche aufgeräumt haben, macht man natürlich so einen gemeinschaftlichen Look und dann hat halt jeder mal ein bisschen überall aufgeräumt und dann hat sich wohl irgendjemand an meiner Tüte vergriffen und die Folge dessen war, dass diese Tüte dann in die Wäsche geflogen ist. An sich wäre das jetzt nicht schlimm gewesen, wenn er so einen Stoffbeutel in der Wäsche liegt, wäre dann nicht der lustige Fakt, dass in diesem Wäschebeutel was drinne war, was danach nicht mehr drinne war.
Das klingt vielleicht noch ganz okay, wenn man nicht weiß, um was es handelt. Und jetzt kommt das Lustige an der Sache. Es handelte sich dabei um meinen Hygieneausweis. Das bedeutet, die Lizenz, mit der mir genehmigt, mich in der Küche überhaupt aufzuhalten. Und das ist natürlich sehr unpraktisch, wenn die Lizenz... Ja, da lag noch ein bisschen Lauch mit drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jemand auf die glorreiche Idee kam. Och, da ist Lauch, das braucht bestimmt keiner mehr, schmeiß mal weg. Und dann hat jemand meinen Hygieneausweis mit weggeschmissen. Ist an sich jetzt nicht so tragisch, dass ich sagen würde, nein, nein! Ist halt bloß teuer, so wieder herstellen zu lassen, ne? Das kostet, glaube ich, 30 Euro den machen zu lassen und... Oh, ich schaffe es. Das ist natürlich suboptimal. Ja, da muss ich dann halt morgen mal kurz klären, ist halt... Ach, mal ist schon ein bisschen angepisst dann einfach so. Kann man halt was sagen, ich bin ein wenig angepisst. Weil da jemand wieder nicht drauf, weil da irgendjemand, weiß nicht, nicht nachgedacht hat, nicht. Es ist ja nicht so, dass dieses Heftchen irgendwie klein wäre. Also das ist ja schon wirklich gut sichtbar, dieses Heftchen. Deswegen kann ich und will einfach nicht verstehen, wie derjenige wirklich übersehen konnte, dass da mein Ausweis drin liegt. Naja. Lassen wir das Thema, wir sind jetzt hier nicht da, um das Ganze dann später darüber zu quatschen, was mit dem Ausweis passiert ist, sondern ich würde mich einfach nur freuen, wenn wir über das Let's Play an sich quatschen. Und das geht natürlich jetzt hier wieder weiter. Wir holen uns erstmal ein bisschen Wolle. Ich habe ein paar Schafe jetzt schwarz gefärbt. Da sind ein paar Kühe ausgebüxt, sehe ich gerade. Ich hoffe nur, dass nicht mehr Schafe ausbüchsen, denn die werden, wie wir gerade merken, hier ziemlich rare. Nicht zu wechseln mit Medium Rare, aber das verstehen jetzt. Und dann ziemlich schlecht finden die Witz. Ja, okay, geht's weiter. So. Ich wollte übrigens jetzt mal so ein bisschen heimlich, ohne dass ich es weiß, ein bisschen Werbung für meinen Kollegen Vendetta machen. Wir machen ja momentan nicht mehr ganz so viel zusammen, aus zeitlichen Gründen. Und... Moment, ich muss mal ganz kurz müssen. Ja, da bin ich wieder. Wie gesagt, wir machen momentan ja nicht mal ganz so viel zusammen, was Let's Plays angeht, aus zeitlichen Gründen, auch wenn wir da wieder was vorhaben, geplant haben und mal schauen, wie das alles wird. Da wollte ich jetzt einfach mal privat ein wenig Werbung für den Guten machen. Denn der Gute hat ein Let's Play angefangen, was ich von einem Spiel, was sich Misako nennt. Habe ich selber vorher nicht gekannt und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann es nur empfehlen. Wer auf Gruselspiele steht, wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen. Kann man eigentlich Wolle so noch einfärben? Ja, weiße Wolle geht noch, okay. Ich glaube nur bunte geht nicht mehr. Ja, wie gesagt, wer auf Grusel steht, wird auf seine Kosten kommen und die Kommentation von Vendetta ist in diesem Video auch eigentlich okay. So, hier habe ich 42 Leder drin, hier habe ich noch ein bisschen Brot. Haben wir noch irgendwas, was irgendwie annähernd nach irgendeiner, irgendwie wahrhaften Quelle aussieht? Da baue ich mir noch von was. Ne, gehen wir mal hier runter, hoffen, dass hier keine Zombies sind. Ne, sind nicht. Hier gibt es auch noch irgendwas rein. Was war das hier nicht? Na Jungs, alle noch da? Was denn nochmal? Schild, Kohle, du wolltest Kohle? Kohle, geht das überhaupt noch bei dir? Weiß ich nicht. Kettenstiefel, oh mein Gott. Und du, Lederkappe. Ach, das ist so ein Pfeil davon, das ist mir geht, okay. Leder habe ich. Oh, Schweinefleisch. Schweinefleisch, der Schweinefleisch ausbauen. Und du gibst mir 4 Smaragde für Wolle, für Getreide. Für Hähnchen geht nicht mehr. Und für gebratenen Fisch. Den wirst du bald bekommen, denn wir werden ja bald richtig auf Angeln gehen mal. Und du willst für Eisen. Sorry, aber Eisen kann ich dir nicht geben. Und du warst der Herr für... Ach, du warst der Herr für die Diamantsachen. Ah, das ist klar. Brauchen wir denn irgendwas von euch drin? Ich will mal so durchschnicken, ob hier irgendwas Lustiges gerade ist. Die Diamantsachen haben jetzt gar nicht so das Interesse dran. Ansonsten Äpfel haben wir hier natürlich noch.
Aber das ist jetzt nicht so der Burger. Gut. Oder schlecht. Okay, wie ihr das sehen wollt. Gut, dann hauen wir erstmal hier wieder nach oben ab. Ja, finde das schon besser, dass es jetzt so geregelt ist.